Grüß Gott, liebe Bürgerinnen und Bürger. Auch heute möchte ich Sie wieder über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus informieren. Die gute Nachricht vorneweg. In Kaufbeuren gibt es keinen weiteren Ansteckungsfall. Nach wie vor ist eine Person positiv getestet. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das gesamte Umfeld dieser Person ist negativ getestet. Das heißt, hier konnte die Infektionskette erfolgreich unterbrochen werden. Ich soll Sie übrigens ganz herzlich von dem 40-jährigen Mann, der infiziert ist, grüßen und soll Ihnen sagen, dass es ihm gut geht. Es war ihm ganz wichtig, er hat die Videos auch gesehen und hat gesagt, bitte sagen Sie den Leuten, dass es mir gut geht, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. Die bayerische Staatsregierung hat jetzt für ganz Bayern den Katastrophenfall im Zusammenhang mit Corona ausgerufen und heute weitere Maßnahmen verkündet. Das betrifft zunächst mal die Durchführung von Veranstaltungen und Versammlungen. Die sind jetzt generell verboten, mit Ausnahme rein privater Treffen. Wenn Sie dennoch aus dringenden Gründen eine Veranstaltung durchführen müssen, dann können Sie bei uns hier im Rathaus einen Antrag auf Ausnahme stellen und wir prüfen dann, ob wir dem entsprechen können. Weitreichende Maßnahmen betreffen jetzt auch die Gaststätten in unserer Stadt, die dürfen nämlich nur noch offen sein bis 15 Uhr und auch nur, soweit dort der Schwerpunkt auf der Ausgabe von Speisen liegt. Das heißt, Cafés dürfen eigentlich nicht mehr offen haben. Generell gilt hier auch, es dürfen nur Gaststätten geöffnet sein, in denen sich nicht mehr als 30 Personen aufhalten und wo der Abstand zwischen einzelnen Besuchern bei mindestens 1,5 Metern liegt. Es werden auch alle Freizeiteinrichtungen geschlossen. Also Kino, Fitnessstudio, Spielotheken. All das darf jetzt nicht weiter betrieben werden. In Kaufbeuren betrifft das auch unsere Spielplätze. Sie werden an den Spielplätzen jetzt entsprechende Sperrschilder finden. Auch der Kletterpark im Kaufbeurer Norden ist nicht weiter geöffnet. Was die Lebensmittelversorgung angeht, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, die Staatsregierung hat jetzt ab Mittwoch die Ladenöffnungszeiten erweitert. Das heißt, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, auch Tankstellen dürfen länger Gegenstände verkaufen, und zwar abends bis 22 Uhr. Sogar am Wochenende, am Sonntag bis 18 Uhr dürfen diese Läden geöffnet haben. Das Ziel ist natürlich, dass nicht so viele Leute gleichzeitig in den Läden sind. Also teilen Sie sich die ganze Sache ein, gehen Sie auch mal am Abend dorthin. Es wird immer wieder aufgefüllt, es gibt keine Versorgungsengpässe. Andere Geschäfte dürfen allerdings ab Mittwoch nicht mehr geöffnet haben. Also Modegeschäfte zum Beispiel. Oder ein Handyladen. All das darf nach meiner Lesart nicht mehr offen sein. Die Ausnahme gilt nur für die Lebensmittelversorgung. Der Wochenmarkt in Kaufbeuren ist von diesen Schließungsmaßnahmen genauso wenig betroffen wie der Wochenmarkt in Neugablonz. Beide Märkte finden statt. Und auch unser Citybus fährt weiter. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was den Citybusverkehr angeht. Den übrigen öffentlichen Personennahverkehr hat man jetzt auf Ferienfahrplan heruntergefahren. Wenn Sie Fragen in Zusammenhang mit diesen Schließungen haben, können Sie sich an ein heute eingerichtetes Bürgertelefon hier bei der Stadtverwaltung wenden. Es hat die Telefonnummer 437-250. Zum Schluss möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die gestern Wahldienst geleistet haben. Die Kommunalwahl ist durchgeführt worden und es haben unglaublich viele mitgeholfen. Vor allen Dingen haben sich sehr viele kurzfristig bereit erklärt, einzuspringen, weil sich andere krank gemeldet hatten. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und ganz persönlich danke ich auch nochmal für das Vertrauen, das in so einer großartigen Art und Weise mir ausgesprochen worden ist. Glauben Sie mir, gerade in dieser Zeit nehme ich das sehr ernst. Und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben in dieser Krise, aber natürlich auch die nächsten 6 Jahre. Ich wünsche Ihnen alles Gute.